Das Oberkommando der Wehrmacht gab am 9. Juni bekannt. Deutsche Seestreitkräfte, darunter die beiden Schlachtschiffe Gneisenau und Scharnhorst, operierten unter Führung des Admirals Marschall im Nordmeer. Hierbei wurden verschiedene englische Einheiten vernichtet. Männer der Propagandakompanien begleiteten den Flottenverband und brachten jetzt diese Bilder von den siegreichen Kämpfen unserer Kriegsmarine in die Heimat zurück. Der Deutsch-Flottenverband läuft aus. Die Schlachtschiffe Gneisenau und Scharnhorst folgen einander in Kiellinie. Mit 26.000 Tonnen sind sie zurzeit unsere stärksten Schiffe. Je 9 28 cm Geschütze, auf Drillingstürme verteilt, sind ihre wirkungsvollsten Waffen. Eine Treibmine wird durch Flakbeschuss unschädlich gemacht. In der Wars-Linie geht es weiter vorwärts nach Norden. Aufklärer werden von den Schlachtschiffen katapultiert. Sie sind das Auge der Flotte über weiteste Räume. Durch Funkmeldung geben sie alle Beobachtungen bekannt, ehe sie noch von ihrem Unternehmen zurückkehren. Befehl an einen schweren Kreuzer, entlassen für Sonderaufgabe. Inzwischen ist der englische Flugzeugträger Glorious gemeldet. Der 22.500 Tonnen große Koloss hat 48 Bombenflugzeuge an Bord. Mit äußerster Kraft geht es dem Feind entgegen, der durch Zerstörer gesichert wird. Beute ist erkannt. Unsere Schlachtschiffe eröffnen das Feuer auf die Glorious. Liegen viel zu kurz. Breitseite auf Breitseite jagt aus den Rohren. Die Glorious ist bereits schwer getroffen. Die englischen Zerstörer versuchen den Flugzeugträger einzunebeln und damit der Sicht zu entziehen. Vergebens. Der Feind wird nicht mehr losgelassen. Immer wieder überschüttet Schnellfeuer schwersten Kalibers den Gegner. Steht in Flammen. Die begleitenden Zerstörer sind schwer beschädigt und sinken im weiteren Verlauf des Gefechtes.
Bord der Scharnhorst. Es war ein heißer Kampf und der Gegner wehrte sich verzweifelt. Der Sieg aber war unser. Inzwischen haben unsere Zerstörer den englischen Marinetanker Ölpionier ausgemacht. Ein Schiff von 9.100 Tonnen. Ein kurzer Artilleriekampf leitet hier das Gefecht ein. Dann ein wohlgezielter Torpedoschuss und auch der Ölpionier ist erledigt. Die schiffbrüchige Besatzung wird von unseren Zerstörern an Bord genommen. Die zweite Kampfgruppe hat währenddessen auf den von Aufklärungsflugzeugen gemeldeten 21.000 Tonnen großen Truppentransporter Urama Jagd gemacht. Ein paar Breitseiten genügen und das Schicksal des Schiffes ist besiegelt. Die Mannschaft ist in großen Rettungsbooten von Bord gegangen. Brennend sinkt die Urama in die Tiefe. England hat aufs Neue die scharfen Schläge des deutschen Schwertes zu spüren bekommen, das nun Britannien zum Entscheidungskampf zwingt. Am 13. Februar berichtete das Oberkommando der Wehrmacht über den erfolgreichen Durchbruch schwerer deutscher Seestreitkräfte durch den Kanal. Der Befehlshaber der Schlachtschiffe, Vizeadmiral Ziljaks, gibt auf seinem Flaggschiff die Aufgabe und das Ziel der Operationen bekannt. Die Schlachtschiffe Gneisenau und Scharnhorst und der schwere Kreuzer Prinz Eugen sollen von Brest aus die Durchfahrt durch die Straße von Dover erzwingen, um für neue Einsätze bereitzustehen. Zerstörer und Torpedoboote sichern den Verband nach allen Seiten. Riesiges Wetter und tief hängende Wolken erschweren die Sicht. Die Beobachtungsmöglichkeiten sind beschränkt. Starke Luftwaffenverbände unter dem Oberbefehl des Generalfeldmarschalls Sperle unterstützen die Aktion. Mit höchster Fahrt geht es durch den Kanal. Die Kampfgruppe hat, vom Feinde unbemerkt, die engste Stelle des Kanals zwischen Dover und Calais erreicht. Alle Geschütze sind in Gefechtsstellung gebracht. Die Spannung hat den Höhepunkt erreicht. Da, Blindspruch! Britische Torpedoflugzeuge und Zerstörer greifen an. Alarm! Versuchen Sie, an den deutschen Verband heranzukommen. Die Angriffe zur See und zur Luft brechen im deutschen Abwehrfeuer zusammen. 49 feindliche Flugzeuge und zwei Zerstörer bleiben auf der Strecke. Feuer auf Torpedoflugzeuge, die im Tiefflug angreifen.
geschossen. Die Kämpfe ziehen sich bis weit in die Nordsee hinein. Aber im Schutz der leichten Seestreitkräfte und der Luftwaffe erreichen die schweren Einheiten sicher ihre Bestimmungshäfen. Eines der kühnsten Unternehmen dieses Krieges ist erfolgreich durchgeführt. Das angeblich seebeherrschende England hat unmittelbar vor seinen Toren eine schwere Schlappe einstecken müssen. Das englische Ansehen hat damit vor der ganzen Welt einen neuen schweren Schlag erlitten. Ein Flottenverband verlässt seinen Stützpunkt. Verbände der Luftwaffe überwachen in ausgedehnten Flügen die weiten Küstengebiete und packen den Feind, wo immer er sich zeigt. Katapultstart eines Bordflugzeuges. Zerstörer sichern im Zickzackkurs gegen feindliche U-Boote. Ein Kreuzer schert zur Flankendeckung der schweren Einheiten aus. Ein deutscher Fernaufklärer. Feindliche Streitkräfte sind in großer Entfernung im Anmarsch. Schwere Artillerie gefechtsbereit. Der Feind hat abgedreht. Der Verband setzt seinen Vorstoß nach Norden fort. Künstlicher Nebel über dem Liegeplatz eines Schlachtschiffes. Und Fernaufklärer überwachen den Luftraum bis hinauf zur Grenze des ewigen Eises. Schwere und leichte Einheiten unserer Kriegsmarine überwachen das weite Meer rings um Norwegen. Wo sich auch feindliche Kräfte der Küste nähern, sie werden sofort gestellt. Schon auf hoher See liegen sie im Bereich der deutschen Waffen. Die Küste Norwegens ist zu einer uneinnehmbaren Bastion geworden. Sie bildet eine unüberwindliche Flankensicherung gegen jeden feindlichen Versuch, in den europäischen Kontinent einzubrechen. Einheiten der deutschen Kriegsmarine führen Kreuzerkrieg im Südatlantik. Der Ausguck ist Tag und Nacht auf dem Posten. Die Handelsstraßen des Empire werden ständig von der deutschen Kriegsmarine bedroht. Rauchfahne am Horizont. Schuss vor den Bug. Der Tanker ist bewaffnet. Der Union Jack wird niedergeholt. Musik.
ein Marinekriegsberichter bei der Arbeit. Der Kommandant beschließt, den wertvollen Tanker nicht zu versenken, sondern als Prise nach Deutschland zu entlassen. Das Bordflugzeug wird klargemacht und gestartet. Der Verband befindet sich auf einer Geleitzugroute. Kommandant und Besatzung warten gespannt auf das Ergebnis des Aufklärungsfluges. Dampfer in Sicht. Englisches Kühlschiff modernster Bauart. Das Schiff ist bewaffnet. Das Untersuchungskommando geht an Bord. Der Dampfer hat neben Frischfleisch und Geflügel über 13 Millionen Eier geladen. Übernahme von Eiern. Für den Küchenzettel. Ein großes Erlebnis ist für uns das Zusammentreffen mit dem schweren Kreuzer Admiral Scheer im Indischen Ozean. Es ist der erste Gruß aus der Heimat nach langen, einsamen Monaten.